Also, liebe Zuschauer, es ist wirklich ein Träumchen, bei diesem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe große Erwartungen an diese Partie. Der beide Mannschaften, die haben auf der Pressekonferenz jeweils gesagt, dass sie auf Sieg spielen wollen. Der Rasen ist in einem idealen Zustand. Das Stadion ist ausverkauft und mit den sehr angenehmen Temperaturen und dem wolkenlosen Himmel haben wir hier optimale Voraussetzungen für eine tolle Partie. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Ja, sein kurzer... Die große... Und er macht ihn! So, und jetzt nimmt das Spiel Fahrt auf. Wieder mal eine wundervolle Aktion von ihm. Er ist einfach schneller im Kopf und auf den Beinen und nutzt diesen Vorteil, um sein Team hier in Führung zu bringen. Wie blank der... Tolle Schuss, da wackelt das Netz! Was ist hier los? Alles wieder ausgeglichen. Nach dem Rückstand waren sie einfach zielgerichteter, engagierter. Und das, was wir hier sehen, das ist der verdiente Lohn. Ein Komplettpaket. Leichtfüßig, zielstrebig und abschlussstark. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen. Aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Wir sind auf Remiskurs. Sie haben das Tor gemacht und dann haben sie sich gefreut. Sie haben sich zu viel gefreut. Sie haben sich zu früh gefreut. Post Goals. Ja, da hat der Abwehrspieler richtig gut aufgepasst. Fußball ist ja eben auch Kontaktsport. Das ist Mbappé. Richtig guter Ball. Schuss! Manuel Neuer. Sensationell. Jetzt den präzisen Pass spielen. Kommt der an? Er könnte zum Tor ziehen. Und der Schuss! Das ist ein Eigentor! Für dieses Tor würden sie sich vermutlich am liebsten ohrfeigen. Da war der Zufall im Spiel, aber das macht's auch wieder spannend. Wer in einem Spiel wie diesem die Nase vorn hat, das wird ja oft durch Kleinigkeiten entschieden und dann passiert ausgerechnet sowas, Ausfall der Navigationssysteme. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Mbappé. Den Ball abgeluchst. Klasse durchgesteckt. Ein schwacher Pass. Er kann sich die Ecke aussuchen. Da kommt die Flanke. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Jetzt könnte was gehen. Mikkel Oyarzabal. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Stichwort Befreiungsschlag. Kurz ausgeführt. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Gut gesehen, guter Laufweg. Sie kommen da irgendwie nicht durch. Der kommt weit nach vorn. Der Ball geht zum Torhüter. Campbell. Jetzt Mikkel Oyarzabal. Gutes Auge, guter Pass. In den freien Raum. Und die Chance! Zu unkontrolliert. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hoch 10. Ein sehr kluger Pass. Lewandowski hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Mikkel Oyarzabal. Postles. Ein Lupfer, ja, warum denn nicht? Lewandowski.
schlichtweg nicht platziert genug. Eine dankbare Aufgabe für den Keeper aus dieser Position. Musst du einfach mehr draus machen. Hier ist Messi. Messi. Kommt zwar noch an den Ball, aber nicht mehr wirklich entscheidend. Mbappé. Scholes. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Und der Konter läuft. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Ein hochinteressanter Ball. Messi. So, dann werfen wir mal ein. Er bringt ihn in die Mitte. Und ein Schuss. Der geht nicht rein. Eigentlich ein guter Versuch, aber er weiß natürlich ganz genau, entscheidend ist auf der Anzeigetafel. Blind. Da hat er den Überblick behalten. There will be 1 minute added time. Einfach mal rausgedonnert. Und nun ab in die Kabinen. Die ersten 45 Minuten sind vorbei. Eine spektakuläre erste Halbzeit, ein Wechselbad der Gefühle und ich bin ganz ehrlich, ich wage hier, so wie sich das entwickelt hat, keine Prognose für die zweite Halbzeit. Wir haben wirklich guten Fußball gesehen in dieser Hälfte, 3 Tore ebenfalls, Spannung ist dabei, 2-1 nur der Spielstand, hier ist noch alles möglich. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Findet er ihn? Alle arbeiten mit und das bedeutet, du hast immer Optionen. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Er wird es wieder versuchen, auch wenn er hier gerade noch aufgehalten worden ist. Okay, das sieht vielversprechend aus. Lionel Messi mit der Flanke. Erstmal raus mit dem Ding. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Die Hereingabe von Dybala. Einfach mal entsorgen. Marquinhos. Mit einem exquisiten Tackling. Und die Kontergelegenheit. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Da kommt der Pass in die Gasse. Ja, richtig starker Laufweg. Das könnte was werden. Der ist drin! Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Herrlich, einfach herrlich dieser Schuss und der fällt da hinten runter wie ein Stein. Fantastisch und natürlich ganz bitter für den Keeper, der diese Flugkurve nun wirklich nicht mehr vorhersehen konnte. Substitution for Barcelona.
Number 20. Beide Teams wechseln. Und mit einer 2-Tore-Führung geht es nun weiter. Damit haben wir jetzt ein ganz anderes Spiel. Ich bin gespannt, wie Sie mit dieser neuen Situation umgehen. Das ist schlitzohrig. Erling Haaland. Number 4. Son Heung-min. Der kann nicht nur defensiv, der packt jetzt auch vorne noch so richtig Geschwindigkeit aus. The attendance for this match was 96,628. Blind. Scholes. Kudé. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Und ab geht die Post. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie daraus machen. Sehr gut aufgepasst. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Gut gesehen, guter Laufweg. Sehr gut abgefangen. Ja, da stand er goldrichtig. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Und wieder zurück ins Zentrum. Und gleich wieder zurück. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Mané. Campbell hat gut aufgepasst. Ein Alleingang. Postles. Mit viel Gefühl. Sucht den Abschluss. So ein Ding kann man eigentlich gar nicht vergeben. Das ist die alte Weisheit. Wenn du die Tore nicht machst, dann hast du ein Riesenproblem. Sie liegen klar zurück. Sie müssen bald treffen, wenn sie hier noch was reißen wollen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Son Heung-min. Lewandowski. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Erstmal raus damit. Raus auf die linke Bahn. Mbappé. Den hat er. Gut gelesen, die Aktion. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Rüdiger. Tempo Gegenstoß. Hier ist Sadio Mané. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Den nimmt er dankend entgegen. Absolut, richtig gutes Stellungsspiel. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Sadio Mané, er ist vorbei. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Da hat er jetzt reichlich Platz. Den Ball von da ist die Chance. Den knallt er einfach mal weg. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Was für eine unglaubliche Aufholjagd. Mit den fantastischen Fans im Rücken hat man das verloren geglaubte Spiel doch noch gewonnen. Wie siehst du die Partie, Hansi?